Yo, servus, wie geht's euch denn so? Ich bin's, der Big Mesher. Willkommen zu einem neuen Lost in Translation Let's Play zu, ja, ihr habt richtig gesehen, Pokémon Black 2, die schwarze Edition, also die Fortsetzung zur schwarzen Edition, die bei uns ja noch nicht erschienen ist, soweit ich jetzt weiß. Yo, das ist eigentlich eine Bitte eines Abonnenten von mir, und zwar war das von Mega100XX, und zwar hat der mich mal drum gebeten, Pokémon Black 2 oder White 2 zu Let's Playen. Ich habe mich für Black 2 entschieden, weil ich habe auch die schwarze Edition gekauft, also die Vorgängerversion, und ja, schwarz ist eigentlich meine Lieblingsfarbe. Ich gebe offen und ehrlich zu, ich habe die schwarze Edition nie zu Ende gespielt. Ich glaube, ich bin immer noch beim vierten oder fünften Orden. Ich habe dann irgendwann aufgehört, weiterzuspielen. Fragt mich nicht, warum. Wahrscheinlich habe ich dann irgendwann die Interesse verloren. Aber dieses Spiel, also beziehungsweise die Fortsetzung zu Pokémon Black 2 hat mich doch ein wenig interessiert, weil es sind ja die ersten direkten Fortsetzungen zu einem schon bereits bestehenden Spiel, also bestehenden Teil, wenn man es mal so sieht. Und ja, in dem Sinne fangen wir gleich an. Wohlgemerkt, bevor ich anfange, will ich noch eine kleine Ankündigung machen. Und zwar, da ich jetzt dieses Spiel Let's Playe, werde ich ein anderes Spiel für den Zeitraum aussetzen. Und zwar wird das Naruto RPG sein. Tut mir leid, Naruto-Fans, aber ich wollte ursprünglich Tales of the Tempest nehmen, aber dann habe ich mich doch für Naruto RPG entschieden, weil es liegt einfach daran, bei Naruto RPG komme ich im Moment gerade gar nicht weiter. Anders als bei Tales of the Tempest, auch wenn Tales of the Tempest mir ebenfalls den letzten Nerv raubt. Aber ja, ich werde Naruto RPG, es ist nicht vergessen, ich werde es nur für den Zeitraum aussetzen, solange ich Pokémon Black 2 spiele. Und für die Golden Sun mich drum gebeten haben zu Let's Playen, keine Sorge, das habe ich auch nicht vergessen. Wie gesagt, das habe ich schon in den anderen Teilen gesagt. Ich werde Golden Sun 2 nach Tohokukayaku The Game Let's Playen. Also noch ein bisschen Geduld. Bei Tohokukayaku habe ich immer noch 2 Levels vor mir. Und sobald die zu Ende sind, werde ich dann mit Golden Sun 2 anfangen. Aber erstmal Pokémon Black 2. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist das ja die japanische Version. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die amerikanische oder deutsche Version schon bereits draußen ist. Die Spiele sind, glaube ich, auch, oder beziehungsweise die beiden Teile sind auch, glaube ich, erst ganz neu erschienen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall fangen wir gleich an. Und zwar mit der notorischen Frage. Sind wir Männlein oder Weiblein? Wow, was war denn das gerade gewesen? So, da es eine Weile her ist, dass ich Pokémon überhaupt mal gespielt habe, beziehungsweise Black 2. Und ja, beziehungsweise den Anime überhaupt geguckt habe. Ich gucke den Anime schon seit Ewigkeit nicht mehr. Habe ich absolut mehr keine Ahnung, wie die Leute überhaupt noch heißen. Also ich habe keine Ahnung, wer die Professorin da ist. Die ist auf jeden Fall in Black 1 und White 1 dabei, aber mir fällt der Name nicht mehr darauf ein. Obwohl, ich habe das Gefühl, dass sie sich diesmal ein bisschen mehr Mühe gegeben haben in der Einleitung, weil die Charaktere scheinen sich ein bisschen mehr zu bewegen als in den Vorgängerteilen. Also auf jeden Fall, mit Vorgängerteilen meine ich jetzt nur Schwarze Edition und Weiße Edition. Weiße Edition habe ich nicht gespielt, aber der einzige Unterschied darin ist eine Stadt und die Pokémon, die da drin zu finden sind, glaube ich jedenfalls. Lost in Translation. Warum? Ganz einfach, das Spiel ist komplett in Japan. Ich verstehe also kein Wort von dem, was hier steht. Auch wenn ich weiß, was sie wahrscheinlich sagen wird, weil das ist dieselbe Einleitung wie bei jedem anderen Pokémon-Spiel auch. Die Welt ist mit Pokémon bevölkert und Menschen. Und Pokémon und Menschen müssen in friedlicher Harmonie koexistieren, etc., etc., etc. So. Hier ist unsere notorische Frage, sind wir Männlein oder Weiblein? Mir gefällt die Frisur vom Jungen ja überhaupt nicht. So sehe ich aus, wenn ich aus dem Bett ausstehe, wenn meine Haare ein bisschen länger werden. Egal, nehmen wir trotzdem den Jungen. Ja, ich bin ein Junge. Der könnte sich fast einen Afro draus machen. So, oh Gott sei Dank, es gibt normale Buchstaben.
Und natürlich nur 5 Silben. Das ist nicht gerade berauschend. Das hätte sie wirklich mal beheben sollen. So, ich bin der... Ja, Mescher. Ganz simpel. Jetzt, wo ich das gerade sehe, nicht mal mein richtiger Vorname würde da reinpassen. Alter, das hätten sie wirklich beheben sollen. Ich werde euch nicht verraten, wie mein Vorname ist. Ja, so ist mein Name. Spoilers Alert, ich habe schon ein bisschen reingespielt, um zu sehen, wie das Spiel ist. Das da ist unser Rivale. Ja, selbstverständlich, wenn ihr die Trailers dazu gesehen habt. Den können wir auch jetzt wieder benennen. Okay. Wie nenne ich den dann? Ich bin gerade auf eine wunderbare Idee gekommen. Ich hoffe, die Buchstaben passen rein. Nein, sie passen nicht rein. Verdammt. Ich wollte ihn ursprünglich eigentlich Detlef nennen, aber okay. Bleiben wir mal bei... Wie nenne ich den jetzt? Passt sogar rein. Ich nenne ihn ab jetzt Heino. Wunderbar. Mich schätzt trotzdem immer noch, dass ich gerade mal 5 Silben frei habe. Aber egal. Für die, die das jetzt ganz jetzt lesen wollen, ja, ihr müsst mir dann einfach eine Nachricht hinterlassen, an welchen Text das nächste Mal langsamer wegklicken. Aber ich glaube sowieso, dass es einfach nur die serientypische Einleitung ist. Was nicht serientypisch ist, ist das jetzt gleich. Ja, das, was er hier erzählt, ist die eigentliche Einleitung ins eigentliche Spielgeschehen. Oder beziehungsweise in die Handlung hinein. Das davor war ja nur Charaktererstellung, wenn man es mal so sieht. Aber das hier ist jetzt die eigentliche Einleitung direkt in die Spielwelt hinein. Und ich muss sagen, ich war ein wenig verwundert, weil das da unsere Anfangsstadt ist, also unsere Heimatstadt. Wie ihr euch unschwer erinnern könnt, unsere meisten Anfangsstädte waren nicht mehr als 2, 3 Gebäude gewesen. Das Labor vom Professor mit einem gezählt. Und ja, diese Stadt ist ein wesentlich ausführlicher als, wie soll ich sagen, als die Vorgängerstädte. Ich meine, wir haben diesmal ein richtiges Pokémon-Center da drin. Und die Charakter-Sprites bewegen sich diesmal ein bisschen mehr als auch in Black 1 und White 1. Ja, ich werde sie ab jetzt Black 1 und White 1 nennen, um irgendwelche, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Oh, und ich muss langsam mal einen Break machen. Ich habe ziemlich viel Zeit verschwendet im Titelbildschirm und in der Charakter-Erstellung. Jedenfalls, wir sehen uns gleich wieder. Kurz warten. So, da bin ich wieder. Und weiter geht's im Klappentext. So, ich gehe mal hundertprozentig davon aus, dass das da unsere Mutter ist. Wie soll es auch anders sein? Sie ist ein nicht wichtiger Charakter, der die meisten, Sätze hat am Anfang. Ich gehe mal hundertprozentig davon aus, dass es unsere Mutter ist. Und ja, das ist unser Haus, wo sie davor steht. Ich wundere mich jetzt noch ein kleines bisschen, weil ihr habt es ja gesehen, wir haben diesmal wirklich ein Pokémon-Center bei uns in der Heimatstadt stehen. Ich frage mich, welche Funktion unsere Mutter dann eigentlich hat in dem Spiel, weil normalerweise war es immer so, wenn wir in unsere Heimatstadt zurückgehen, heilt unsere Mutter ja unsere Pokémon quasi als Ersatz für ein Pokémon-Center. Oder gibt uns Items mit auf dem Weg, je nachdem wie die Handlung sich entfaltet, also das war dann in den späteren Teilen so. Ich frage mich, welche Funktion unsere Mutter diesmal hat.
Oh, wie nett. Das fällt mir gerade erst jetzt auf. Wir haben einen richtigen Garten, auch wenn wir gar nicht reingehen können. Oder, okay, ich nenne es jetzt einfach mal Blumenbeets. Und ja, unser Haus ist diesmal nur ein Stockwerk groß und das beschränkt sich diesmal wirklich nur aufs Erdgeschoss. Normalerweise haben wir in unserem eigenen Raum, meine ich, im ersten Obergeschoss, aber diesmal, ja, hat man das Ganze ein kleines bisschen komprimiert. Und das ist der Moment, wo wir uns bewegen können. So, ich habe die Steuerung auch diesmal eingestellt. Ja, wie gesagt, ich habe das Ganze ja schon mal ein bisschen vorgespielt und da habe ich noch nicht so ganz bin ich noch nicht so ganz mit der Steuerung klargekommen. Also bei mir sieht das Ganze so aus. Ich spiele das Ganze mit Tastatur. Controller funktioniert hier nicht bei dem Emulator. Das ist übrigens ein neuer Emulator, den ich mir holen musste für dieses Spiel, weil die anderen Pokémon Black 2 nicht abspielen wollten. Also bei mir ist die Y-Taste die B-Taste, die X-Taste ist die A-Taste, oder? Wartet mal kurz, habe ich meinen 3DS gerade hier? Nicht, dass ich irgendwelche Kacke erzähle. Ja, also Y-Taste ist die B-Taste, X-Taste ist die A-Taste, A-Taste ist bei mir die Y-Taste und S-Taste bei mir die X-Taste. Enter ist bei mir Start und Space, also die Leertaste, ist bei mir Select. Ah ja, Q ist übrigens die linke Schultertaste und W die rechte Schultertaste. Also sollte es keine Probleme geben bei der Steuerung. Was aber ein Problem ist, ist jetzt das, weil, wie gesagt, ganz vorgespielt und meine Mutter in dem Spiel hat mich gleich mit tausenden von Fragen bombardiert. Ich habe keine Ahnung, was ich da eigentlich antworten sollte. Hätte ja nicht gedacht, dass die Frau mich gleich mit so vielen Fragen durchlöchert. Dabei will ich doch einfach nur Pokémon spielen. Ja, genau, jetzt fängt es gerade an. Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Ich antworte mal mit Ja. Ja. Ich habe keine Ahnung, was sie von mir will. Ich antworte einfach mit Ja. Komm, gib mir einfach mein Pokémon. Ah, wunderbar. Das hat diesmal doch nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Ah, cool. Ich hatte das Gefühl, das Spielgeschehen ist ein bisschen langsamer geworden. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich wieder mein Aufnahmeprogramm gestartet habe. Aber egal. Und zwar, es wird Zeit, dass wir unseren Rivalen treffen. Wenn ihr fleißig im Intro auf oder in der Einleitung aufgepasst habt, unser Rivale wohnt dort oben. Und ich glaube, unser Rival hat sogar eine kleine Schwester. Nach den ersten Screenshots, die ich mal gesehen habe, bin ich davon ausgegangen, dass unser Rivale unser, sag ich mal, richtiger Gegenspieler ist, also Antagonist, wenn man es mal so sieht, aber wie es scheint, ist auch hier wieder unser Rivale, bester Kumpel, Freund aus der Nachbarschaft, der halt später dann ein ebenfalls aufstrebender Pokémon-Trainer wird und halt und damit automatisch unser Rivale wird, aber auf freundlicher Basis. Das ist lange her, seit wir mal einen Rivalen hatten, der ein richtiges Arschloch war, wie zum Beispiel aus Pokémon Blau bis Gelb und Gold und Silber. Danach hat sich das Ganze ja ein wenig verändert. Dann waren ja die Rivalen mehr unsere Freunde gewesen. Und ja, ich gehe immer noch davon aus, dass das kleine Mädchen da, wenn das überhaupt ein Mädchen ist, die kleine Schwester von unserem Heino ist. Ja, ich sollte ihn langsam mal mit Namen ansprechen. Heino. Moment. Ja, Heino. Heino. Hä? Was? Oh, ich kann mich wieder bewegen. Ah, okay. Er begleitet mich. Sehen wir uns erstmal ein bisschen in der Stadt um. Speziell interessiere ich mich für das Gebäude hier, weil das sieht doch ein bisschen kurios aus, so ein großes Gebäude in unserer Anfangsstadt. Und das ist nicht das Labor, wie ich jetzt feststelle. Okay, warum kann ich nicht in seinem so einem großen Haus starten? Oh, Mann. Die haben wesentlich ein größeres, ausführliches Haus. Okay, ich habe eine Wii bei mir zu Hause stehen. So, haha. Nimmt mein Mikro überhaupt auf? Ja, ich glaube, mein Mikro nimmt auf. Es sieht so aus, als würde mein Mikro nichts aufnehmen, weil, wie gesagt, mein Aufnahmeprogramm läuft ja nebendran. Oder, beziehungsweise ich kann die Lautstärke sehen, wie laut ich rede.
Und es sieht so aus, als würde sich der Balken gar nicht bewegen, aber ich habe mich gerade getäuscht. So, das ist das Haus, wo unser Rivale wohnt. Gehe ich mal stark davon aus. Alter Mann. Irgendeine Frau. Ja, hier sieht man zumal das Pokémon Center. Und ich gehe mal hundertprozentig davon aus, dass das hier das Labor ist. Oder? Ihr könnt mich natürlich irren, aber ich habe jetzt irgendwas gestartet. Weil er jetzt irgendwas Wichtiges sagt. Ah, okay, da können wir gar nicht rein. Das interessiert mich doch, was das ist. Sieht auf jeden Fall wichtig aus. Jedenfalls dieses Pokémon Center. Ich möchte mal wissen, wie das Pokémon Center aussieht. Ach komm schon, Heino, ich möchte mal ins Pokémon Center reingehen. Okay, ich gehe ja zum Labor von der Professorin. Ich weiß noch nicht mal, wo sie ist. Heilige ist die Stadt groß. Ja, das war ja, haben wir am Anfang gesehen. Und zwar hier oben können wir ja quasi die nette Landschaft beobachten. Ach komm, Heino, bitte. Moment, wir sollten da hingehen. Oh, oh, oh. Bekanntes Gesicht aus den ersten Weiße und Schwarze Editionen. Ich weiß ja nicht, wie viele Jahre ungefähr die erste Black 2 überhaupt spielt, weil nach den Screenshots gehe ich mal davon aus, dass die beziehungsweise die ich gesehen habe, sind unsere ehemaligen Hauptcharaktere ja viel älter geworden. Also sehen jetzt erwachsen aus. Also gehe ich mal davon aus, dass ein paar Jahre in, wie heißt nochmal diese Region? Ich habe jetzt den Namen von der Region wieder vergessen, verdammt. Auf jeden Fall sind sie wesentlich älter. Ich beantworte mal ja, nein, nein, ja, jein. Es ist so kacke, dass das Haar unseres Hauptcharakters, wie auch immer sie nochmal heißt, komplett verbirgt. Das Gesicht komplett verbirgt. Das geht mir jetzt ein bisschen auf die Eier. Deswegen mag ich auch seine Frisur nicht. Ja, ich gebe offen und ehrlich zu, ich finde die Frisur von dem weiblichen Hauptcharakter viel stylischer als die von unserem männlichen. Darf ich wieder? Ja, ich darf mich wieder bewegen. Ja, sie ist... Hey, coole Sache. Wow, 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 wow. Wow. War ganz langsam. Sie ist diejenige, die uns die Pokémon gibt oder unser Starter-Pokémon. Okay, der Professor ist doch nicht mehr so wichtig, wie ich jetzt gedacht habe. Das fragt mich jetzt aber, wo das Spiel eigentlich jetzt genau spielt. Also auf jeden Fall, glaube ich, noch in derselben Region wie... Na gut, vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht spielt es in einer komplett neuen Region. Aber das überrascht mich jetzt ein bisschen, dass ausgerechnet sie diejenige ist, die uns das Pokémon gibt. Okay. Ich muss erstmal einen kurzen Break machen, weil meine Aufnahmezeit läuft wieder ab. Ja, und dann überlege ich mir, welches Pokémon ich mir nehme. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. So, da bin ich wieder. Ich hatte das Gefühl, das Spiel ist schon wieder langsamer geworden. Ich sollte da mal wirklich nachgucken, woran das liegt. Ich habe das Gefühl, das liegt daran, dass ich meine Aufnahmetaste F12 ist. Aber ich habe jetzt nochmal in den Control oder beziehungsweise in den Kontrollmenü nachgeguckt. Aber dafür ist keine Taste angezeigt oder beziehungsweise was F12 eigentlich genau macht. Da muss ich nochmal genauer nachgucken, weil ich habe das Gefühl, ich friere das Spielgeschehen irgendwie ein. Oder es liegt wirklich einfach nur an dem Aufnahmeprogramm. Doch, jedenfalls, erstmal wird es Zeit, dass ich mir ein Starter-Pokémon aussuche. Nein, die Geschwindigkeit ist dieselbe. Oder beziehungsweise normal. Jedenfalls, wenn ich nach den Tönen von den Pokémon ausgehe. Was für eins nehme ich denn? Ich weiß gar nicht mal, was für Arena-Leiter mich hier erwarten. Das hier hatte ich im letzten Teil gehabt. Ich entschuldige mich aufrichtig dafür, wenn ich wieder die Namen von den Pokémon nicht weiß. Ich werde das im nächsten Teil dann nochmal nachgoogeln, das Ganze. Damit ich auch weiß, was für Pokémon das... Einen Augenblick, ich habe doch hier meinen 3DS dabei. Ja. Wo ist er? Wo ist er? Nein, stimmt ja. Akku ist leer, verdammt.
Ja, da habe ich ja diesen lustigen Pokémon. Der Pokédex 3D da drauf. Und da stehen ja großartige Namen drauf. Deswegen muss ich auch noch gar nicht nachgoogeln. Ja, wie gesagt, sobald der Akku wieder aufgeladen ist, werde ich nochmal nachgucken und dann weiß ich auch wieder, was die Namen der Pokémon sind. Jedenfalls, Feuer nehme ich fast so gut wie in jedem Teil. Deswegen entscheide ich mich diesmal für Wasser. Wasser ist cool. Ich trinke gern Wasser. Awesome, mein erstes Pokémon. Ich bin immer noch überrascht, dass sie diejenige ist, die uns das Pokémon gibt. Ich wundere mich, haben wir vielleicht irgendwelche Verbindungen zum ersten Hauptcharakter? Also, beziehungsweise, ja... Ich nenne unseren Protagonist jetzt einfach mal Schwarz. Der aus dem Vorgängerteil, weil der hat ja auch keinen richtigen Namen, deswegen nenne ich ihn jetzt mal Schwarz. Hat er irgendwas mit Schwarz zu tun? Ist das vielleicht sein Sohn? Ich meine ja jetzt nur, es sieht ja so aus, als ob einige Jahre in der Spielewelt vergangen sind. Und deswegen frage ich jetzt einfach nur. Die Pokémon haben auch nur 5 Silben, das ist ja wieder wunderbar. Ja, das hört an, als hätte ich mich sehr, sehr viel zu beschweren in dem Spiel, aber mich stört nur die Tatsache, dass ich 5 Silben habe. Ich möchte ein Pokémon nochmal Detlef nennen. Na gut, dann ist das hier Paul. Kommen euch die Namen bekannt vor, speziell jetzt meinen etwas älteren Abonnenten, beziehungsweise die, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, das meine ich damit. Ja, bin ich gerade kreativ, was darum geht, in die Namen von Pokémon, deswegen nehme ich erstmal Namen, die ich schon davor in anderen Let's Plays verwendet habe. Das ist Paul. Okay, was hat sie jetzt gerade gemacht? Hat sie ihren Hut gerichtet? Und ich krieg von ihr einen Pokédex. Na gut, das überrascht mich jetzt nicht mehr, weil wenn sie diejenige ist, die uns das Pokémon gibt, dann ist sie auch wahrscheinlich diejenige, die uns auch den Pokédex in die Hand drückt. Überrascht mich jetzt nicht wirklich, aber wo kommt unsere Rivale dann ins Spiel hinein? Ich meine, kommt der auch nochmal hier hoch? Kriegt ihr dann auch ein Pokémon oder was ist hier los? So. Da ist er ja, unser Rivale. Und jetzt ist er eigentlich, glaube ich, dran mit dem Pokémon. Bewundert er, was für ein Pokémon wir haben, oder... Keine Ahnung, ich kann nur schwer davon ausgehen, was er eigentlich denkt, weil... Ja, wie soll ich sagen? Er sieht nicht gerade wie der Vertrauenswürdige aus, wenn ihr die Screenshots mal von ihm gesehen habt. Das ist nicht unbedingt jemand, den ich in der Pokémon-Welt vertrauen würde. Ich wundere mich, kriegt Tainu jetzt auch ein Pokémon? Weil ich gehe mal stark davon aus, ich werde bald meinen ersten Pokémon-Kampf bekommen. Mit ihm. Höchstwahrscheinlich. Es sei denn, wir überspringen das Ganze mit dem Pokémon-Kampf und machen das erst nachher. Finde ich gut, weil dann kann ich mich ein bisschen in die Landschaft eingewöhnen. Oh. Der hat eigentlich ziemlich coole Hintergrundmusik, der Typ. Also er hat jetzt sich jetzt ein Pokémon ausgesucht und wer jetzt dann sein könnte, Pokémon kann. Warum kann ich nicht den coolen coolen Rivalen spielen? Der sieht wesentlich cooler aus als unser Hauptcharakter. Sag ich jetzt mal offen, ehrlich, wie es ist. Ja, ich werde immer noch nicht mit der Frisur zurechtkommen. So, okay, das Menü sieht jetzt ganz anders aus, also gucken wir erstmal. Ich könnte eigentlich den Touchscreen verwenden, aber mach jetzt nicht, wenn ich schon die Auswahl habe, normale Steuerung zu verwenden, also Steuerkreuz etc., dann tue ich es auch. Ich muss erstmal gucken, was für Attacke was ist. Das ist, glaube ich, Rudenschlag und das hier ist, glaube ich, Tackle oder was auch immer der für eine Attacke... Sorry, eine Attacke drauf hat. Testen wir mal aus. Fuck! Was? Wieso ist das so schnell? Oh, okay. Unser
Eieiei, du Wichser. Das war Silberblick, oder? Ja, das war Silberblick. Ich hau jetzt einfach nur mit irgendwelchen Attacken drauf. Das gefällt mir gar nicht. Vielleicht hätte ich doch die andere Attacke mal ausprobieren sollen. Okay, er ist ein Vollidiot. Wunderbar. Na gut, das ist unser erster Pokémon-Kampf. Ich gehe mal davon aus, wenn wir den verlieren würden, ja, dann wären wir sehr, sehr, sehr schlecht. Ja, Überraschung, ich habe gewonnen. Und ich krieg 500 Erfahrungspunkte. Wunderbar. Hey! Verzeihung! Ich habe keine Erfahrungspunkte bekommen, okay? Das ist ein bisschen seltsam. Ich hätte schwören können, das waren meine Erfahrungspunkte. Obwohl, die waren ein bisschen groß für Erfahrungspunkte, weil damit wäre ich wahrscheinlich schon auf Level 10. Okay, ich habe keine Erfahrungspunkte bekommen, nur Geld. Okay. So, ist unsere Rivale doch jetzt ein bisschen von uns angepisst? Keine Ahnung, ich bin mir nicht mehr so hundertprozentig sicher. Okay, ich gehe jetzt mit ihr mit. Mal sehen, was jetzt passiert. Ah, okay, sie gibt mir auch gleich die Einleitung in das Pokémon-Set etc. oder sowas. Ja, hat sich nicht viel verändert hier drin. Ja, in den Vorhergängerteilen war es ja, der Professor hat uns lediglich das Pokémon in den Pokédex gegeben, aber uns nicht genau die Feinheiten erklärt. Oder was heißt Feinheiten? Das, worauf man eigentlich zu achten hat. Okay, wenn man davor kein Pokémon-Spiel gezockt hat, sollte man beziehungsweise, wenn man ein Pokémon-Spiel davor schon gespielt hat, sollte man eigentlich wissen, was die Feinheiten sind. Aber ich finde es eigentlich nett für Einsteiger, dass, die Person, die uns auch das Pokémon in den Pokédex gibt, uns auch gleich ein bisschen hier, in die Spielewelt mit einführt. Ach ja, in Pokémon Black und White 1 war es ja so gewesen, da waren jetzt die Item-Shops ja direkt in den Pokémon-Centern mit rein integriert. Und ich merke gerade jetzt schon wieder, meine Aufnahmezeit läuft wieder davon. Ich hoffe, sie quatschen mich jetzt nicht allzu lange voll und das ist... Komm, schneller, ich muss abspeichern. Ja, ich werde den Teil nämlich jetzt hier beenden. Ich habe jetzt, glaube ich, schon ziemlich lange gespielt. Ich gehe mal davon aus, fast eine halbe Stunde. Ich muss das Ganze nochmal nachprüfen. Jedenfalls, ich darf mich wieder bewegen. Wunderbar. So, also, das war der erste Tag von Pokémon Black 2 gewesen. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich werde dieses Spiel auf jeden Fall weiter let's playen. Wenn euch mein Video gefallen hat, warum macht ihr dafür nicht Daumen hoch, fügt es zu euren Favoriten und so? Oder wenn euch das Video so sehr gefallen hat, wieso abonniert ihr mich nicht einfach, um noch weitere Let's Plays davon zu sehen? Ich entschuldige mich nochmal aufrecht bei den Naruto-Fans, dass Naruto RPG weggefallen ist. Aber wie gesagt, sobald ich das Spiel beendet habe oder ein anderes, werde ich mit Naruto RPG weitermachen. Ich wünsche euch noch was. Ciao! You never meet that.